Hamid von der Organisation ACDP und ich würde gerne mehr über Sie wissen und warum setzen Sie sich ein für direkte Demokratie und wie denken Sie über den Verlauf des Forums hier in Tunesien? Mein Name ist Bruno Kaufmann, ich bin einer der Organisatoren dieses Forums. Ich habe seit 2008 zusammen mit einem Kollegen Joe Matthews jedes zweite, dritte Jahr ein solches Forum organisiert und wir glauben einfach, dass es wichtig ist, dass man diese Diskussion, diese Arbeit, die ja weltweit zur direkten Demokratie gemacht wird, diese fördert, stärkt und vor allem auch die Informationen, was es eigentlich gibt, was möglich ist, das besser verbreitet. Ich bin selber vom Beruf Journalist und berichte sehr viel über demokratische Erfahrungen, sehe auch, dass Informationen und Medien einfach einen wichtigen Bestandteil sind. Ich bin selbst aber auch politisch aktiv. Ich bin in meiner Stadt in Schweden, bin ich in einer Stadtregierung und bin dort zuständig für Wahlen und Abstimmungen und Demokratiefragen. Gut, die Erfahrung Tunesien, wie ist es, wie sehen Sie es? Wie ist es aus Ihrer Sicht? Ja, ich meine, ich kann das nur von außen sehr oberflächlich betrachten, aber es ist schon so natürlich, dass hier sich eine Fenster eröffnet hat mit der Revolution 2011, die eben sehr vieles ermöglicht, das vorher nicht möglich war. Und jetzt sozusagen auch der Wille da ist, vor allem natürlich bei jungen Menschen, wirklich diese Chance zu nutzen und eben die Demokratie tatsächlich einzuführen. Und man sieht einfach auch, dass das nicht einfach zu tun ist, indem man andere wählt oder einen Präsidenten hat oder ein Parlament hat, sondern letztlich jeden Tag dafür kämpfen muss, dass die Bürger mit ihrer Stimme, mit ihren Möglichkeiten gehört werden und das eben nicht einfach einmal alle vier Jahre, sondern jeden Tag. Wie haben Sie unsere Politiker? Ich habe ja gesehen, dass alle Politiker praktisch, die hier wirklich für das Volk auch bekannt sind, wie haben Sie sie erlebt? Sind die offen für direkte Demokratie in Tunesien? Wollen die diese Erfahrung? Wollen sie es umsetzen? Wie ist es Ihr Eindruck durch den Dialog, der hier rausgekommen ist? Ja, ich meine, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil man natürlich dann nur einen einzelnen Eindruck bekommt bei einem Panel oder bei einer Rede. Und es ist natürlich schon so, dass man, die jetzt hier gekommen sind, sind natürlich nicht gekommen, um zu sagen, sie finden das eine blöde Idee, sondern sie sind gekommen, um eben auch zu sagen, wie man das aus tunesischer Sicht mit unterstützt. Und man hat da schon relativ klare Worte auch gehört, dass eben Demokratie heute nicht für die Bürger, sondern nur mit dem Bürger gemacht werden kann. Und so betrachtet kann natürlich diese Erklärungen können als Möglichkeit, als Hoffnung, als Referenzpunkt genutzt werden. Was das tatsächlich im Alltag heißt, ist schwierig zu sagen für mich, weil ich eben zu wenig Erfahrungen habe. Aber ich glaube schon, dass die ganze Identität, die neue Identität von Tunesien seit 2011 baut eben auf dieser Zivilgesellschaft, aus dieser aktiven Bürgerschaft. Man sagt eben nicht, das ist ein Parteienstaat, sondern man sagt, es ist ein Bürgerstaat. Und das, glaube ich, von dieser Kraft, von dieser Energie muss man jetzt viel nutzen. Und ich hoffe, dass viele verantwortliche Politiker das nicht vergessen. Sie sprechen über ein wichtiges Thema, Organisationen in Tunesien. Wirklich, seit 2011 haben wir über 9.000 oder 10.000 Organisationen, die dazugekommen sind. Wir selbst auch eine Organisation. Was können Sie uns empfehlen? Wie können wir besser dem Volk dieses Thema oder direkte Demokratie näher bringen? Was sind das Werkzeug oder so besser? Ja, ich denke schon, dass man sich einfach überlegt, was kann man konkret machen, um einen Schritt weiterzukommen? Wo möchte man sich darauf konzentrieren? Weil das Thema ist ja sehr groß, sehr breit und man kann sich sehr schnell verlieren in fast philosophisch-ideologischen Debatten über die Demokratie. Das ist zwar auch wichtig, aber das alleine reicht natürlich nicht aus. Eine Gefahr besteht natürlich, dass man denkt, die Organisation ersetzt sozusagen den aktiven Bürger. Also man delegiert letztlich, wie man es bei Parteien oder Institutionen macht, an gewisse Institutionen oder an gewisse Organisationen, wo dann wiederum einzelne Leute eine wichtige Rolle spielen. Es ist also eine Gefahr, dass in der Zivilgesellschaft sich ein bisschen eine Hierarchisierung, Professionalisierung entwickelt, die dann die Menschen, die vielleicht Mitglieder sind oder diese Organisation ansehen, wieder eigentlich davon abhält, weil sie denken, das sind nur wieder Leute, die wollen sich etwas zu nutzen machen, ihre eigenen Interessen fördern. Da denke ich, muss man vorsichtig sein, dass die Zivilgesellschaft nicht zu einer Art eigenen Bürokratie und Instrument wird, sondern letztlich diese Dynamik, dass sich Bürger zusammenschließen und zusammen was machen, dass die immer wieder neu erfunden wird. Und manchmal muss man halt auch mal eine Organisation wieder zumachen, abschließen und sagen, dass jetzt haben wir unsere Aufgabe für das gemacht. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr für die Demokratie arbeiten. Gut.
Partnerschaften mit eurer Organisation oder zwischen Tunesien, also tunesische Organisationen und eurer Organisation? Ist das möglich? Also ja, also das Forum an sich ist ja eine Art sehr offenes, keine eigene Organisation, sondern ist ein Netzwerk. Und diese Treffen und dieser Informationsaustausch, das ist sozusagen offen für jeden, so wie auch das Forum offen für jeden ist. Und es kostet ja nichts, aber man kann auch nichts daran verdienen. In dem Sinn ist es eine sehr, sehr freie Zusammenarbeit. Aber innerhalb dieses Forums gibt es natürlich viele Organisationen, die sich mit diesen Themen befassen. Zum Beispiel Democracy International, zum Beispiel International ID. Es gibt viele Organisationen, die haben auch Projekte, die haben Arbeiten, die haben zum Teil auch Unterstützungsmöglichkeiten. Und natürlich kann man sich das zunutze machen, zu sehen, wo kann man punktuell, wo kann man strategisch, wo kann man offen miteinander zusammenarbeiten. Und da denke ich, ist im Moment die Bereitschaft, hier mit tunesischen Organisationen zu arbeiten, sehr, sehr groß. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Brun. Dankeschön. Danke.